Oh, Norwegen. Wie schön, endlich. Die Flügel. Endlich die Engelsflügel. Deine. Ist das die richtige Musik? Oh, ich finde den ja niedlich eigentlich. Ne? Ja. Nee, sorry, ey, was ist das denn? Ich find's gewagt. Der weiß-goldene Engel in seinen Ketten gehängt und er entflieht in dem. Ach ja. Marius Müller-Westernhagen? Frisch Torge! Oh, Frisch Torge! Dieser Song berührt mich absolut in meinem Herzen. Das hört sich vielleicht ein bisschen ironisch an und du guckst auch, aber. Die hat so eine schöne, sentimentale Stimme. Wie von so einer Boyband gesungen. Mhm. I'm a fallen angel. Und ich sehe die Jungs dann so machen und wie sie so runter. Oder so? As Five oder? Ja, oder? Genau. Ich muss ja ehrlich gestehen, gesanglich und vom Song her, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Irgendwie macht's mich ganz happy, wenn ich das sehe. Ach, Thomas. Aber, ich muss noch ein Aber dazu sagen. Also ich würde stark empfehlen, die Inszenierung zu überdenken, sagen wir mal so. Wer hat sich diese Flügel ausgedacht? Ja, auch die Brille, was ist denn das? Ich frage mich nur, ob der noch was drunter anhat oder ob das nur Ketten sind. Man guckt hin und denkt, warum? Weil Tix ist ja auch eine Kunstfigur. Ja. Tix ist ja nicht der Sänger selber. Der hat ja eigentlich seine Karriere gemacht mit Songs, die auf so einer Art norwegischen Abi feiern dann, wo die dann eben so Ufza Ufza und hoch die Tassen. Hat seit der Kindheit, meine ich, das Tourette-Syndrom, hatte da auch immer eben so ein paar Ticks, weswegen er diesen Spitznamen bekommen hat und ihn dann auch als seinen Künstlernamen übernommen hat. There are a lot of issues of self-hatred, not accepting himself, not thinking he's good enough. And when you listen to those lyrics, it really makes us much more emotional. Er hatte ganz am Anfang so einen Würfel gezeigt. Das war eine direkte Antwort auf Kritiken aus Norwegen, die ihn eben, Zeitungen, die ihn ganz, ganz weit unten gesehen haben. Und er wollte halt damit sagen, selbst wenn ihr mir nur einen Punkt gibt, weil da war überall eine Eins drauf auf dem Würfel, ich stehe dazu, zu dem, was ich tue. Und das ist so schön. Das geht so ans Herz eigentlich. Und dann kommt dann diese Inszenierung, wo man denkt, das ist doch eine Parodie. Das ist doch zu gewollt, was soll das denn? Ja, das ist mit der Brechstange, ne? Irgendwie, du hörst den Song und das passt irgendwie gar nicht zu dem, was man sieht. Das nennt man beim Fernsehen eine klare Bild-Tonschere. Klafft komplett auseinander. Hätte man jetzt da einfach nur einen süßen Jungen hingestellt, nur Mikrofon, hätte dem Ganzen auch wieder der Pep gefehlt. Angels wearing really tight outfits. That may be too much for some people, but let's just say other people are gonna think it's hot. Alleine zu gucken, dass es keine Kollision gibt bei den Background-Tänzer, dass ihre Flügel ineinander verheddern, das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist fast das Spannendste für mich an dem Song. Der Song ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da aufspringen möchte und mitmachen will. Na, haben wir schon 15 Mal gehört, ja. Es könnte auch so ein DSDS-Gewinnersong sein. Ja, von Dieter Bohlen, ohne Witz. Von Dieter Bohlen und DSDS-Gewinnersong. Tipptopp, alles perfekt mit der Tanzerei und alles. Aber die Musik ist schlapp und es geht ja um die Musik. Der Song muss es doch bringen beim Eurovision Song Contest. Ich habe noch gar nicht so richtig auf den Song geachtet, weil ich so abgelenkt bin. Ich höre mal kurz rein. Nee. Ich weiß es nicht, ich bin mir sehr unsicher. Also unlustig sieht es jetzt auch nicht aus. Also, ich habe schon gut gelacht dazu. Obwohl er angekettet ist und aussieht wie der Engel mit lauter Goldschmuck. Ich würde es schade finden, wenn der nicht ins Finale kommt. Weil diese ganzen Trash-Sachen, die den ESC ja irgendwie auch ausmachen, die fliegen ganz auf dem Halbfinale raus. Ja. Ein Song, der sich ausschließlich über seine Show verkaufen möchte und mich kriegt er damit nicht. Mich auch nicht, wir durchschauen das. Die Norweger haben sich auch in seine Lebensgeschichte verliebt. Das transportiert sich durch den Auftritt nicht. Also nichtsdestoweniger ist der Song wirklich toll, finde ich. Wir sind uns einig. Fallen Angel, ja, von Dieter Bohlen geschrieben. Wir haben's, Lea. Geh du vor. Oh.